HSV in der Abwehr sehr konzentriert. Bielecki, halblinke Position in der eigenen Hälfte eingenommen, zurückgespielt, noch einmal in die eigenen Reihen auf Rolf. Der passt weiter nach vorn auf Groh, der Dauerläufer über die Mittellinie bereits hinüber. Der bietet sich Rubisch an, nimmt den Ball auf, der HSV sehr konzentriert. Dann auf Rubisch gespielt, aber zurückgelegt durch die Italiener auf ihrem 41-jährigen Schlussmann Dino Sof, der seit 10 Jahren bei Juventus im Tor steht, 111 Mal in der Nationalmannschaft dabei war und natürlich auch Kapitän des italienischen Weltmeisters war. Rubisch holt sich den Ball, wollte ihn sich holen, hat ihn dann aber doch verloren. Dafür der blonde Bonini, der dazwischen gegangen ist, steil gespielt, aber die Italiener nervös, so habe ich den Eindruck in der Anfangsphase. Nicht so konzentriert wie der Hamburger Sportverein, der selten so zielstrebig begonnen hat wie heute. Dann Möglichkeit für den HSV, halblinke Position. Da lief Wehmeier weit mit nach vorn und dann geht ein Kopfball über das Tor, aber von Juventus selbst geköpft und Eckstoß Nummer 1 für den Hamburger Sportverein. Jetzt in der 5. Minute des Spiels hier im Athener Olympiastadion vor 73.000 Besucher. Eckstoß Nummer 1. Alle HSV-Spieler bis auf Torhüter steigen in des Gegners Hälfte und Italiener konzentriert im eigenen Strafraum. Nicht ein Mann vorne. Jetzt Kopfballmöglichkeit, aber über das Tor. Sehr schön geköpft von Dietmar Jakob. Seine Kopfstöße sind ja gefürchtet, aber er traf den Ball nicht voll, sondern so, dass er über die Querlatte flog und dann ein kurzer Abschlag von Sof. Neuaufbau des italienischen Spiels über Verteidiger Antoni Cabrini mit der Nummer 3 auf dem Rücken, wieder auf Platini, Platini gegen Rolf, also nicht Groh, Rolf also der Gegenspieler, der mit seinen läuferischen Stärken Platini also Sorgen bereiten soll. Die Italiener im Ballbesitz in der Hamburger Hälfte spielen sich frei, legen den Ball sehr hübsch vor, ziehen ihn auch sofort rein, Möglichkeit zu einem Kopfstoß und Stein mit einer Glanzparade, sehr, sehr gut gemacht, das war Bettega. Und Stein mit einer ersten großen Parade in der 6. Spielminute. Er verhindert eine italienische Führung. Chancenmöglichkeit aus der 2. Reihe. Dann Mackert dazwischen, Kampf in der Nähe des Hamburger Strafraums. Foulspiel gepfiffen, nachdem sich Jürgen Milewski ein bisschen sehr unsamt eingesetzt hat. Und Möglichkeit für die Italiener zum Freistoß. Fast parallel zum Tor, nur einige Meter von der Grundlinie entfernt. Etwa so an die 10 Meter von der Rechtsaußenposition, Gefahr vor dem Hamburger Tor. Die Hamburger, die so gut begannen, jetzt aber in Gefahr. Dann Kopfstoß von Jakobs aus der Gefahrenzone heraus. Wolf hat sich gelöst, über die Mittellinie hinüber. Vorn lauert allerdings im Augenblick nur Bastrop. Rechts Rubisch wird schon im Lauf behindert durch Brio. Und dann legt der Hamburger zunächst den Ball flach zurück auf Milewski. Milewski dann ganz raus, rechts außen auf Kalt. Der steht in dieser Rolle, zieht den Ball vor Tor. Und dann Dino Sof. Das war eine Flankenvorlage, aber da brauchte sich Sof eigentlich gar nicht so sehr zu bemühen. Nach 7 Minuten in diesem Spiel steht es immer noch 0:0. Der Hamburger Sportverein hat eigentlich gut begonnen und er treibt auch jetzt den Ball wieder vor sich her. Treibt ihn, spielt ihn steil, Milewski aber dann abgedrängt und der Hamburger SV, der nur aufpassen muss, wenn die Italiener gefährlich kontern, wie eben mit diesem Kopfstoß durch Bettecker, dann geraten sie in Gefahr. Ansonsten sehen sie bisher gut aus. Die italienischen Anhänger machen sich jetzt erst bemerkbar, nachdem sie in den ersten Minuten doch relativ ruhig gewesen sind. Manfred Kalt jetzt eingesetzt, in der Nähe des Strafraums rechts, läuft noch zurück und dann Missverständnis bei den Hamburgern. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halblinke Position zu Mackert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! 11 Meter! Fast sein, ich muss wohl sagen, 14, 15, doch angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck und der Hamburger Sportverein führt nach nunmehr, lassen Sie mich auf die Uhr schauen, 8 Minuten und 15 Sekunden mit 1:0 durch diesen herrlichen angeschnittenen Ball von Felix Magath. Der Hamburger Sportverein ist mit 1:0 in diesem Spiel in Führung gegangen und das hätten sich die Spieler von Juventus sicherlich nicht träumen lassen. Ein Schuss sogar von der Strafraumgrenze angeschnitten, ganz oben in den linken Winkel. Da konnte Dino Sof nichts halten. Ein Auftakt nach Maß für den Hamburger SV.
Riesenjubel im Hamburger Lager nach diesem 1:0. Auf dem Platz, bei den deutschen Schlachtenbummlern und auch daheim. Die Straßen waren an diesem Abend nicht nur in Hamburg wie leergefegt. Alle Fußballfreunde saßen vor den Fernsehschirmen oder hörten im Radio mit. In der 12. Minute rettete Boniek nach einem Schuss von Kals auf der Torlinie. Zweimal musste dann Uli Stein höllisch aufpassen. 13 Minuten vor der Pause zirkelte Rolf den Ball an Juventus-Stoßmann Dino Zoff vorbei ins Tor, aber Rainer entschied abseits. Zur Pause stand es völlig verdient 1:0 für den HSV, der mit einer taktischen Meisterleistung von Trainer Ernst Happel den italienischen Meister aus dem Konzept gebracht hatte. Statt wie sonst üblich über die linke Flanke griff Bastrop rechts an und zog Verteidiger Gentile mit. Nach der Pause wurden die Italiener zwar stärker, aber zu erschüttern war der HSV an diesem Abend nicht. Tja, in der 57. Minute wechselten die Italiener sogar ihren Weltmeisterschaftsrekordschützen Paolo Rossi aus. Dietmar Jacobs hatte ihn zermürbt. In der 73. Minute stand es immer noch 1:0 für den HSV, als die Italiener einen Strafstoß forderten. Torhüter Stein hatte Platini im Eifer des Gefechts am 5-Meter-Raum umgerempelt, aber der rumänische Unparteiische entschied, es war kein 11-Meter-reifes Foul und ließ weiterspielen. 10 Minuten später, in der 83. Minute, besaß Felix Magath, der Schütze des Führungstreffers, die große Möglichkeit zum 2:0. Der HSV, Möglichkeit, Magath, schon vorbei, nein, war das eine Chance. Das war die ganz große Chance zum 2:0. Frei in den Raum gespielt, lief Magath in den Strafraum hinein, unbedrängt zog den Ball über den herausstürmenden Zoff, dessen Verdienst es war, dass Magath den Ball über das Tor zog. Die Italiener wären K.O. gewesen, wenn dieses Tor etwa gefallen wäre. Jetzt da zu spielen sind noch rund 7-8 Minuten. Das hätte die endgültige Entscheidung sein können. So aber blieb es beim 1:0 und die Spannung erreichte ihren Siedepunkt. Nur noch 90 Sekunden waren zu spielen. Und jetzt sind es vielleicht nur noch eine Minute und 30 Sekunden. Was werden das für spannende 90 Sekunden sein? Noch einmal die Italiener, Möglichkeit im Strafraum, abgewehrt vom HSV. Dann von Hesen, sicherlich gut eingestellt, nachdem er eingesetzt wurde für Bastrop in der zweiten Halbzeit. Die Italiener führen den Ball in der Hälfte des Hamburger Sportvereins, der sich auf diese letzten Aktionen konzentriert. Schirea, Ball nach vorne gegeben auf Bonini, weiter zittern beim Hamburger Sportverein, auf Marocchino gegeben, ganz rechts in der Außenposition, verloren den Ball durch Schirea, den Libero, HSV kämpft durch Milewski, Möglichkeit aus der zweiten Reihe, vor der Sogesohn, Abseitsposition, jawohl, der Ball ist zwar noch ins Tor gelaufen, aber klare Abseitsposition. Beim HSV ist man schon aufgesprungen, es laufen hier in der Tat die letzten Sekunden, der Schiedsrichter schaut bereits auf die Uhr. Wird es der Riesenerfolg für eine deutsche Vereinsmannschaft 1983 werden? Allan Hansen, der Däne auf der Laufbahn. Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Die letzten Aktionen. Der Schlusspfiff oder nein? Noch einmal Schluss. Und der HSV ist Europapokalsieger 1983. Glückwunsch der Hamburger Mannschaft. Durch ein Tor von Felix Magath hat der Nichtfavorit den Favoriten geschlagen. Juventus Turin hat hier durch ein Tor von Felix Magath mit 1:0 verloren. Eine großartige Leistung und sie laufen alle hinzu auf ihren Torhüter Uli Stein. Sie beglückwünschen ihn. Er war einer der Besten. Er hat das Ergebnis miterzielt. Eine großartige Hamburger Mannschaft ist Europapokalsieger geworden. Der Landesmeister, Europas höchster Triumph, den eine Vereinsmannschaft erzielen kann. So wurde der Hamburger Sportverein Sieger im wertvollsten europäischen Wettbewerb, dem der Landesmeister. Ein denkwürdiger Tag, ein bisher einmaliger Tag in der Vereinsgeschichte des Hamburger Sportvereins. Freudetrunken lagen sich auf dem Rasen des Athener Olympiastadions die Hamburger Spieler mit ihrem Trainer Ernst Happel, ihre Manager Günter Netzer und Vereinspräsident Dr. Wolfgang Klein in den Armen. Und dann wurde gefeiert, in Athen und natürlich in Hamburg. Tausende waren dabei, als der Hamburger Sportverein in seine Heimatstadt zurückkehrte. Mehr als 50.000 standen auf der Hamburger Moorweide, als der HSV seinen Fans den Europapokal präsentierte.